Ja, ist auch vieles relativ. Ja, hier nicht, weil hier bringt der Geld fast nichts mehr. Ja, jetzt musst du mal ansagen, wirst du auch ein Let's Buy Something oder sowas kaufen, wo du dir die Shop-Systeme und die Server-Systeme erklärst oder sowas? Ja, logisch. Spätestens wenn wir. Nee, werde ich nicht machen. Wieso Kannst nicht? du machen. Was? Nein, ich habe kein Aufnahmeprogramm. Das kannst du hier kurz runterziehen. Nee, Okay. warte, das machen wir dann einfach zusammen. Wenn wir in irgendeiner Safe Zone sind, dann quatschen wir ein bisschen über die Scheiße und dann passt das. Alles klar, wir gehen eh in Richtung Safe Zone. Also, unser nächster Ort ist die Norad Military Base. Habe ich über die Norad Military Base schon irgendwas gesagt? Weiß ich nicht. Dann kommt jetzt massenhaft Zombies. Alter. Ja. Massenhaft Zombies, massenhaft Waffen, kein Essen, doch Essen, Müsli-Riegel, kein Trinken, also absolut kein Trinken. Nehmt Trinken mit, wenn ihr dahin geht, sonst werdet ihr sowas von verdursten. Das bin ich schon mal. Das sind Autos, da rennen wir hin. Dann. Es gibt einen gewissen Weg, wo, wie du ohne groß entdeckt zu werden reingelangst. Den werde ich ja Den noch werden sehen. wir euch Ja, machen wir zeigen. es einfach so, dass wir nach der NORAD Military Base aufhören. Alles klar. Und was wollte ich noch sagen? Ja, das war es eigentlich so relativ. Es gibt eigentlich eine feste Route, wo du so viele Waffen absnacken kannst wie möglich. Der andere ist relativ scheißdreck. Das heißt, die Base ist wirklich nur wegen ein paar Orten sichtlich. Dingens interessant. Und Also wenn du direkt auf die Base zusteuerst, rentiert sich das nicht. ja. Also, falls ihr solche Typen seid, die sich denken, wo kann man sich sau viele Waffen snacken? Nur am Military Base oder hier, wo was, wie heißt der Ort? Frosty Pines Resort Town. Hey, Und wie dort viel macht ihr was für das eine sogenannte Wasserflasche hast du Server-Hopping. dabei? Ich habe eine Wasserflasche dabei, ja. Ja, was für eine? Eine normale. 375. Ja. Komm mal ran, da ist eine. Ja, okay, da drüben ist auch was. Ich habe vergessen, was. Auf jeden Fall. Insta, instant. Ja. Macht bei Norad Military Base oder Frosty Pines, falls ihr unbedingt so viele Waffen wollt, in kürzester Zeit. Server Hopping. Ja, das machen wir aber aus Gründen, aus Let's Play technischen Gründen nicht. Ja, wir werden uns bemühen, immer an den gleichen Ort wieder anzufangen. Es sei denn, wir beenden den Part, wollen uns gerade ausloggen und werden dann hinterhältig von irgendwas getötet. Dann müssen wir natürlich woanders anfangen. Das Und merkt ihr ja dann spätestens an unserer Ausrüstung. Wir ja. versuchen immer mit den gleichen Charakteren zu spielen. Korrekt. Ja. Und das ist jetzt schon mal Ansage für die nächsten, was weiß ich, wie viel Parts. Ja. Ich frage mich, ob wir das in Staffeln machen werden. Wie Staffel? Ja, das ist mir eigentlich egal. Wie willst du das eine Stunde aufnehmen, eine Staffel ist oder was? Nein, Ja, wie dann? so 10 Folgen eine Staffel, was weiß ich. Also, ja, keine Ahnung, das sehen wir dann schon. Okay, ich weiß schon Nennen wir genau, es wie die. erstmal Projekt nennen und dann schauen wir weiter. Ja, mal schauen, ob wir es noch länger machen. Wir müssen natürlich erstmal sehen, wie die neue Karte wird, weil ich dann natürlich nicht mehr so viel weiß. Also, falls eine neue Karte rauskommt, und wir werden sie jetzt playen, kommt nicht gleich daher mit, oh, wo kann man sich denn da am besten Waffen holen und alles und Mögliche und dies und das und jenes. Ich habe keinen blassen Schimmer. Dann kein blassen Schimmer. Jetzt weißt du alles. Ja, ich weiß noch alles. Also ihr könnt mich noch alles fragen, was das Herz begehrt. Zum Beispiel, wie man Bugs fixt, das eher nicht so, weil ich mich mit Zocken auskenne, aber nicht mit Computer, Fehlern, Dingens, Gedönse. Gedönse. Und Wie ja. dein Gedönse? Das könntest du dir anfangen, dann hast du ein eigenes Image. Ja. Gedönse. Und ja, wir sind gleich da. Ich wollte nur die Zeit totschlagen und deswegen habe ich euch irgendeine Scheiße erzählt. Nee, also ihr könnt mich über viele Games, wie zum Beispiel Minecraft, alles fragen. Investation, ich bin in diesen zwei Games sehr gut gewappnet für all eure Fragen und werde versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Wir werden eh keinen einzigen Kommentar kommen. Ich sehe es schon. Das Video hat keinen einzigen Kommentar, kein Like, kein Dislike und einen Aufruf. Und es ist von mir, der sich das Video mal anschaut. Die Videos. Ja, okay. Du Die kannst uns Videos. gleich abonnieren, wenn du dann selber mitmachst. Nee. Nur So tief sind wir nicht gesunken. ich habe euch schon abonniert. Auch wenn Wirklich? ich noch nicht dabei bin, ja. Also.
Ja, dann ist es dir überlassen, ob du uns deabonnierst und dann dabei bist, oder ob du abonnierst und dann trotzdem dabei bist, oder ob du abonniert bleibst und nicht dabei bist, das ist dir jetzt überlassen. Alles klar. Wie schon mal erwähnt, ihr könnt ja sagen, ob ihr mich öfter dabei haben wollt. Ja. Und wenn keiner was schreibt, dann ist er einfach dabei, wenn er Bock hat. Gefällt dir? So sieht aus. Jetzt 360. Oh scheiße, das war kein 360. Nochmal. Ha! Habt ihr das gesehen, Alter? Mann, ihr müsst die Zeit irgendwie totschlagen. Ich weiß nicht. Mit 360. Ich weiß nur nicht, über was ich reden soll, bis wir da sind. Alter! Was? Nee, passt schon. Ich habe mich gerade etwas erschreckt. Wegen was? Ja, weil ich wechsle gerade die ganze Zeit zwischen Waffen, Messer und also G36 Messer, Verbände. Und bin halt aus Versehen auf Sprinten drauf geblieben, weil das bei mir Routine ist. Okay. Und dann habe ich gemeint, so kannst du dich schneller glitschen. Lol. Ja, das ist. Sah gerade übelst crank aus. Okay. über was könnte ich reden? Du musst ja nicht über nichts reden. Da sind wir schon da. Ja, aber jetzt. Trotzdem. Okay. Ich könnte ja etwas über das Safe-Zone-System sagen. Ja, du gehst in die Safe-Zone rein, kannst nicht rausschießen. Wenn einer reinschießt, ist das sein Problem. Du kriegst nämlich keinen Schaden. Das war eine relativ lustige Geschichte von mir, die muss ich erzählen. Ich wollte gerade kam auch von dieser Route zur Safe-Zone, hab einen Typen getötet und dann kam der Typ mit dem gleichen Account aus der Safe-Zone raus. Ich habe ihn ständig angeschossen, hab mich erstmal gewundert, wieso kriegt er keinen Schaden, wieso stirbt der Typ nicht? Dann hab ich's erst geschnallt, oh, der ist vermutlich noch in der Safe-Zone drin. Ja, dann habe ich die ganze Zeit hinterm Baum gewartet, er hat gedacht, ich log mich mittlerweile aus, ist auf mich zugerannt, ich bin mit meinem, was hatte ich dann, eine Machete um die Ecke gekommen und habe ihn geschnetzelt. Ja, so sind ungefähr meine ersten zwei Kills abgelaufen, bloß andersrum. Da warst du eh dabei. Ja. Die Typen haben auf mich geschossen, haben mich halt nicht getroffen, keine Ahnung, vielleicht zocken sie WoW oder so ein Scheiß. Und ich bin einfach kein Aim. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, versteckst du dich kurz mal so für ein paar Minütchen, ich hatte einen Katana. Dann haben die irgendwas im Inventar gemacht. Ich habe mir gedacht, die schießen lang nicht mehr, keine Ahnung, keine Ammo mehr, was weiß ich, was die für Probleme hatten. Dann bin ich hingerusht, hab sie überrascht. Sie haben es halt nicht geschnallt, dass ich sie auf die mit dem Katana einhack. Und dann sind sie beide gestorben. Das war ein Bandit und ein normaler Spieler. Das hat richtig Zeug gegeben. Ja, aber richtig für uns beide. Ja, und das. Ja, das war eigentlich ganz nice. Und ich muss noch eine Anmerkung machen, das ist das erste Mal, dass wir hier am Tag sind. Echt? Ja. Stimmt, fällt mir auch gerade auf. Was, zwei Zombies? Drei Zombies? Alter. Sollen wir rennen? Wir rennen. Nee. Doch, wenn wir auf dem Berg sind, dann haben die uns verloren. Alter, vier Zombies. Vier Zombies angehört. Jetzt lauf einfach, sprinte weg, bevor sie zu Sprintern werden. Schau, du musst gar nicht sprinten und weg sind sie. Ich sagte doch, wenn wir auf dem Berg sind. Ich hab Angst vor mir. Ich habe nämlich ein Messer. Nein, es ist dieser Berg. Wenn sie auf den Berg gehen, dann glitschen sie weg. Aha. Vielleicht ist dann der Höhenunterschied zu groß. Schaut sich das mal an. Schaut es ganz genau hin. Jetzt habe ich Handschuhe an und was Kurzes. Und jetzt habe ich was Langes an und keine Handschuhe. Schaut hin. Da. Da denkst du erstmal, fail. Ja, da haben sich die Spielentwickler schon was überlegt. Oh, du hast was Langes an. Ja, von außen, aber nicht, wenn ich in Ego-Perspektive bin.